Hi und willkommen zu einem neuen Part von Rayman Origins. Oder halt den extra Leveln von Rayman Legends. Und ja, heute, wir haben Globox da, halt einfach ein Ritterkostüm. Und spielen jetzt, halt wie auch Globox da ist, wieder so ein Truhen-Level. Diesmal tückischer Tempel. Und danach kommt auch schon dieses interessante Roboter-Level. Das ziemlich interessant aussieht. Mal sehen, was das denn wird. So. Wir müssen hier wahrscheinlich, halt nicht wahrscheinlich, sondern wieder eine Truhe finden, die nicht gerne zerstört wird. Was man ja auch eigentlich verstehen kann. Und da wollte Globox mal einfach nicht springen. Und da bin ich jetzt zu spät gesprungen. Ganz ehrlich, aber die Zacken, die aus dem Boden kommen, die mag ich nicht so. Eben, weil ich meine, man sieht überhaupt, die kommen so random. Man kann es eigentlich nicht gut einplanen. Die schon. Gegen die habe ich nichts. Aber zum Beispiel gegen die. Und warum Globox da jetzt nicht an der Wand lief? Ich weiß doch auch nicht. Ich mag's nur, dass der erste Kleinling wenigstens schon so früh kommt, dass wir mit denen nicht so lang zu handeln haben. Da und da. Die kommen so random. Am Anfang ja noch nicht. Am Anfang ist das alles noch ziemlich einfach. Aber dann denken die sich plötzlich so, ja, wir kommen jetzt einfach mal irgendwann random, wenn keiner sie erwartet. Da ist auch der zweite Kleinling. Und da hätte ich nicht sollen so springen. Ja, mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Denn so schwer ist das Level ja gar nicht. Es ist halt einfach nur ziemlich RNG, also nein, eigentlich nicht mal. Nur, man soll springen, wenn man springen drückt. Es ist eigentlich nur ziemlich Zeug, das zu plötzlich kommt. Dass man es halt nicht planen kann. Ja, irgendwie so. Ja, und da bin ich sogar auf die Truhe gesprungen. Und naja, so lange hat es jetzt nicht gedauert. Also ich hätte es vielleicht schon noch im letzten Part geschafft. Aber dann haben wir wenigstens das Level für diesen Part schon mal. Auch zu 100%, Gott sei Dank. Oh, und das ist irgendein Schwertroboter oder was auch immer das sein soll. Öffnen noch schnell das Glückslos. Und wieder Lums. Es macht langsam Angst, wenn viele Lums rauskommen und keine Level mehr. Wir haben nur noch zwei Level. Da brauchen wir jetzt noch Glückslose, sonst müssen wir irgendwelche anderen Level machen, dann wird das alles ein bisschen doof. Ja. Jetzt machen wir erstmal qualmende Socken. Interessanter Name. Oh, es ist wieder mit dem Donner. Okay, und manche bewegen sich und manche nicht. Au. Wie ich das jetzt hätte planen sollen, weiß ich nicht. Oh Gott.
Gut, hab's noch hoch geschafft. Ah, und die gehen nicht nach unten. Da bin ich froh drüber. So, jetzt brauche ich noch da diese Lungs im Glas. Und ich weiß, wie wir anspringen gehen. Nein, ich glaube, das ist wirklich... Das kommt wirklich zu spät. Und Moment. Moment. Ich habe da, bevor irgendwer was sagt, ich habe da genau gesehen. Oh, ja. Blöd. Aber ich habe da genau gesehen. Und man hat ja auch gehört. Das, okay, das war eigentlich noch ein guter Damage Boost. Wie man es anders schaffen sollte, weiß ich nicht, aber da oben ist noch ein Kleinling. Kann man auf den Wolken stehen? Nee, eben nicht. Und nein, der wurde jetzt auch nicht gespeichert. Bisschen gemein. Aber, naja, so ist es halt. Ich glaube, ich mache sogar wieder den Damage Boost. Wenn er funktionieren wird. Funktioniert er aber nicht. Ich frage mich, ob man das eigentlich... Nein, eigentlich sollte man das, glaube ich, nicht versuchen, sogar mit Damage Boost machen, sondern irgendwie anders schaffen. Wie genau, weiß ich nicht. Ach so, dafür dürfte man dieses Glas nicht zerstören. Aha. So. Jetzt muss ich es nur runter schaffen. Ja. Ist aber auch ein bisschen gemeint, dass man das Glas nicht zerstören darf. Da man es sonst nicht mehr schafft, aber von mir aus. Und da in dem Sturm ist auch schon der nächste Kleinling. Noch ein paar Lumps und sogar noch eine Goldmünze. Ja, wir bekommen und halt noch einen Kleinling. Lumpskäfig meine ich. Ja, hier ist bisher ziemlich viel. Aber auch ziemlich viel Regen und die Welt hat sich bis also mittlerweile ziemlich verändert. Also es ist schon lange nicht mehr dieses ruhige. Also okay, naja, letztes Level war es noch so. Aber es ist eigentlich nicht mehr so dieses ruhige Mönchsleben in den Bergen, sondern eher jetzt nur so eine Steampunk-Welt. Ja, eine Frage. Nein, die kann ich nicht zerstören. Okay, das akzeptiere ich. Ganz ehrlich, dass der Käfig so wild ist, ist auch ein bisschen nervig. Oh. Und da sind auch solche Roboter. Wie oft hätte ich den jetzt noch schlagen können gegen diese Säge? Ein bisschen arg oft. Ja, und da bin ich ein bisschen zu weit nach unten. Au. Ja. Interessant. Okay, das ist aber auch ein bisschen gemein. Finde ich. Ich weiß, ich finde vieles gemein. Aber
irgendwie ist es auch noch so. Ja, und das war jetzt auch lächerlich. Zum Teil von mir. Okay, jetzt mittlerweile funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Ich versuche jetzt mal wirklich einen einwandfreien Versuch zu machen. Okay. Der Roboter, der ist nervig. Nein, jetzt mal wirklich. Der regt auf. Ach, wie sind die wirklich so oft? Hä? Ach, die kann man selber nicht zerstören. Die müssen wirklich durch so eine Axt zerstört werden. Das wusste ich gar nicht. Nein, nein, ich hasse diese Passage. Wirklich, sobald der zweite Blitz kommt, also vorbei ist, ist schon, also fängt irgendwie der, wenn man springt, fängt der andere an, wo man sich dann denkt, ja komm, ich weiß, was ich lasse, diesen Lumpskäfig, wo man sich dann denkt, ja komm, ich spring durch, wird man vom ersten getroffen und verliert vielleicht sein Herz. Und beim zweiten, danke, und beim zweiten verliert man nur noch sein halt dann wirklich. Oh, nett, dass der Homing hat. Das ist ziemlich geil, weil ja bisher jeder Gegner, also weil wir ja bisher wirklich, weil bisher fast jeder, eigentlich jeder Gegner das konnte, besonders in so einer Art. Oh, jetzt ist er da unten. Tja, bist du selber schuld, wenn du nicht springst. Aber naja, au. Jetzt aber schnell. So. Ist echt nicht so gut gelaufen. Und da sind jetzt auch noch so die Fische in Roboterart. Interessant. Ich frage mich, ob wirklich noch dieser Roboter in dieser komischen V-Art ja eigentlich Glühbirnenform kommt, oder ob das, ja, oder ob das Clickbait in Anführungszeichen war. Ich kann es übrigens überhaupt nicht leiden, dass man keine Stampfattacke in der Luft machen darf, weil die ganz nach unten geht und man die wirklich nicht aufhalten kann. Ja, wisst ihr, ich mache das ja auch instinktiv manchmal, weil ich denke zum Beispiel, ich treffe diesen Gegner. Das Problem ist, selbst wenn ich den Gegner treffen würde, würde ich ja nicht von dem hochhüpfen. Aber ja, ich hoffe jetzt,
haben wir es dann. Wir sollten doch jetzt eigentlich gleich haben. Ja, jetzt haben wir es. Und da ist noch ein Kleinling. Hallo Kleinling. Was machst du hier in dem Käfig und fliegst herum? Dann hat es hier noch... Wow. Ein paar Lungs. Und hier noch ein Geheimgang, der ziemlich offensichtlich ist. Ich frage mich einfach, welcher es jetzt ist. Der erste oder der zweite? Oh. Und es ist mit diesen Robotern. Das stelle ich mir auch nicht vor, gut vor. Das, was die da jetzt dann durchmachen müssen. Ja. So, es ist eh schon eigentlich ein ziemlich herausforderndes Level. Ja. Und manchmal, wenn man es nicht ganz hinschafft zu denen, hat man eh schon verkackt. Ich hoffe diesmal... schaffe ich es besser. Die haben halt auch einen viel zu langen Strahl, finde ich. So. Jetzt würde ich sagen, erstmal der. So, der ist wenigstens unten. Und jetzt noch der zweite. Ja, und jetzt haben wir es doch auch geschafft. Oder? Ah, nee. Die wurden noch alle da unten gefoltert. Nett. Das nicht ganz funktioniert, ist ja auch ein bisschen blöd, aber... ja. Ich finde es eh ein bisschen blöd, dass es jetzt Gegner gibt, die man nicht mehr selbst zerstören kann. Sondern die immer durch irgendwas anderes zerstört werden müssen. Ich meine, es sind zwar Roboter aus Metall. Und zwar auch der erste noch, okay. Das sind zwar Roboter aus Metall, aber das entschuldigt ja nicht, dass Globoxen so einen Schlag haben, der irgendwie riesige Biester zerstören kann. Das heißt, es sollte auch ein bisschen von dem Blech zerstören können. Nun ja. Das war auch ein bisschen zu knapp, meiner Meinung nach. Ja, die würde ich sagen, wurden auch mal zerstört. Ja, und der zweite Geheimgang wurde eigentlich uns nur enthüllt dank unseren netten Lungsfreunden. Und das war ein ziemlich kurzer und im Vergleich zum ersten ziemlich einfacher Level. Ja. Also ich mein Bonus-Level. Hey Roboter. Tschüss. So, ich hoffe jetzt mal, dass es gleich... also mal sehen. Okay, wir könnten noch zurück, falls wir einen verpasst hätten. Ich hoffe jetzt einfach mal, wir haben keinen verpasst. Das war eben extrem knapp, aber es war der einzige Weg eigentlich.
es kommt jetzt ziemlich lang kein Kleinling. Das macht mir ein bisschen Angst. Au. Errat. Ich habe nicht gesagt, dass du so weit gehen sollst. Naja, jetzt gleich werden wir dann eh sehen. Ob wir das der nächste Kleinling ist. Und ja, ist es. Schnell Globox. Und jetzt nicht wieder zurück. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ah, und ich würde natürlich gerne runterspringen, weil das ziemlich komisch aussieht. Aber da unten ist, glaube ich, nichts. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon weg. Wir werden jetzt sehen, ob der letzte Kleine noch kommt. Muss er ja eigentlich auch, ja. Da hören wir ihn auch schon. Da ist er. Und was die Sägen immer für komische Geräusche machen, keine Ahnung. So. Oh, da stecken wir auch wieder fest. Ja, ziemlich komisch. Aber... Oh. Au. Aber eine coole Weise, wie wir jetzt noch mussten, das Level beenden. Ja, und das Level hat jetzt doch noch lang gedauert, eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang dauert. So, jetzt hoffen wir aber einfach mal, dass wir in diesem Level jetzt noch, also erstmal der Level, wie das Level Thumbnail war doch Clickbait, leider. Ich hätte gern so einen Roboter gesehen. Aber jetzt hoffen wir mal, dass wir hier noch ein Gemälde freischalten. Am besten wäre er noch von der anderen Welt. Sieht aber leider nicht so aus. Nein. Wie als wollt Rayman Legends nicht. De Klippig. Nein, de Kipplig. Das ist schon einer der Königsroboter. Hat es nicht so nach einem Roboter angehört. Eher nach einem Frosch wegen Lick. Ja, wegen Zunge. Und so. Ja. Aber das war's auch eigentlich schon wieder mit dem Level. Also nein, nicht mit dem Level. Das ist ja eh schon fertig. Ich meine, das war's schon wieder mit dem Part. Falls euch gefallen hat, könnt ihr ruhig ein Like da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.